Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Jens Benenzer Huhns. Was habe ich denn heute Schönes für euch? Also heute basteln wir mal eine vollautomatische Hühnerklappe. Ungefähr sowas. Nur halt nicht gekauft. Wir machen das selber. Und ich habe mich selten auf ein Video so gefreut wie heute, weil das meiner Meinung nach eine total geile Idee ist. Und ich habe sowas auch noch nirgends gesehen. Also falls es das schon gibt, dann habe ich leider ins Klo gegriffen. Aber ich persönlich finde es total geil. Jo, dafür brauchen wir natürlich so ein bisschen Kleinkram, wie das halt so ist. Aber erstmal machen wir Theorie und ich zeichne euch mal auf, wie das alles so funktionieren soll. So, jetzt kommen wir zur Theorie. Also, wir haben eine Hühnerklappe. Diese Hühnerklappe soll morgens aufgehen. Also gehen wir über eine Schnur und zwei Umlenkrollen auf einen Kipphebel, möchte ich es mal nennen. Der sieht so aus und ist in der Mitte gelagert. So, also kann der entweder so stehen oder so stehen. Und je nachdem, wie der steht, ist die Klappe auf oder zu, weil ich habe hier ein Gewicht und ich habe hier ein Gewicht. Jo, jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir das Gewicht von der einen Seite auf die andere Seite kriegen. Und das machen wir jetzt. Auf geht's. So, Kinders, das war die Theorie, jetzt kommt die Praxis. Also, was brauchen wir dafür in die Praxis? Wir brauchen natürlich unsere zwei Gegengewichte. Dafür habe ich jetzt mal, weil ich sie gerade da hatte, ein paar leere Kanister genommen. Da war Scheibenfrostschutz drin für den Winter. Davon brauchen wir zwei Stück. Dann brauchen wir zwei Zeitschaltuhren. Jo. Warum zwei? Kommen wir alles gleich zu. Dann brauchen wir einen Schlauch oder ein Stück Schlauch. Das muss nicht unbedingt der hier sein, aber da sage ich gleich noch was zu. Und dann brauchen wir zwei Aquariumpumpen. So sehen die Dinger aus und so sehen sie aus, wenn sie ausgepackt sind. Man kriegt diese Pumpen bei eBay oder so, sage ich jetzt mal so ungefähr für 8 Euro. Ich habe die hier jetzt von Amazon. Da haben sie 13 Euro gekostet und zwar aus folgendem Grund. Erstens habe ich hier oben ein Adapterstück dran, das kann ich rausziehen. Und das andere Adapterstück, da passt genau ein 1/4 Zoll Gartenschlauch drauf. Den könnte man nehmen, weil irgendwie einen alten Gartenschlauch, den hat jeder rumliegen. Ne? Aber ich will ja was zeigen, deswegen nehme ich einen durchsichtigen Schlauch und ich nehme diesen kleinen Adapter. Gut, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, diese Pumpe hat eine Trockenlaufsicherung. Das heißt, sie geht nicht gleich kaputt, wenn sie mal ein bisschen ohne Flüssigkeit läuft. Und ohne Flüssigkeit wird sie laufen müssen, damit die ganze Geschichte nämlich funktioniert. Gut, also wir brauchen zwei von diesen Pumpen, zwei Zeitschaltuhren, bisschen Schnur, hat jeder rumfliegen, eventuell noch ein oder zwei Haken, nicht ganz so große, eine Handvoll Schrauben, die hat auch jeder und eine alte Latte. Gut, ja, und natürlich brauchen wir auch eine Hühnerklappe, ne? Das ist ja klar, aber die ist ja bei jedem am Stall. Ja, nicht lang schnacken, auf geht's. Ne, es geht eben noch nicht los, weil ich habe noch was vergessen. Wir brauchen noch zwei Umlenkrollen. Das sind jetzt die Rollen, die ich euch im letzten Video schon mal verlinkt habe mit der mechanischen Hühnerklappe mit dem Wecker. Ich habe mich jetzt noch mal so ein bisschen umgeguckt. Also die Dinger sind top, davon mal abgesehen. Ne? Aber ich habe mal geguckt, ob es noch was Günstigeres gibt. Und dann habe ich ein 10er-Paket gefunden von diesen Umlenkrollen. Das sind eigentlich welche für einen Seilzug, für einen Rasenmäher. Ja, ich hoffe, die Kamera hat sich jetzt scharf gestellt. Also die großen kosten irgendwie 10 Euro 4 Stück. Und die kleinen, die für unsere Zwecke in diesem Fall eigentlich auch reichen sollten, kosten 10 Stück irgendwie 7 Euro oder so. Brauchen tun wir letztendlich wahrscheinlich, weil ich habe das ja selber noch nicht gebaut, ich mache das ja jetzt erst, nur zwei. Jo, aber jetzt geht's los. So, da ist schon mal unsere Hühnerklappe. Ne, das ist praktisch dieselbe Wand, die ich das letzte Mal auch schon genommen habe bei dem anderen. Da habe ich jetzt mal ein Band dran getüttelt. Und zwar habe ich dafür mal einen verstellbaren Knoten genommen, den man praktisch auf der Schnur verstellen kann. Ne? Schnur länger machen, Schnur kürzer machen.
Und das werden wir nachher auch noch brauchen. Man kann das natürlich auch altdeutsch machen. Da kann jeder machen, wie er das so für richtig hält. Aber das Video, wo ich diesen Knoten vorgestellt habe, das verlinken wir euch dann auch nochmal in der Beschreibung. Gut, ist das schon mal dran. So, von meiner Latte oder meinem Kantholz, in diesem Fall ist es ein Kantholz, das habe ich noch von meiner Kükenpyramide liegen, aber irgendeine andere Latte geht auch. Habe ich mir jetzt mal so 50 cm abgeschnitten und noch zwei kleine Stückchen, die brauchen wir auch, also die habe ich so frei nach Schnauze. Und ob das mit diesen 50 cm passt, das weiß ich auch noch nicht. Das ist ja ein Live-Test, ne? Wie immer, ihr seid zwar nicht live dabei, aber ich teste das live für euch und wenn es hinterher nicht klappt, werde ich das schon sagen. Gut. Die schrauben wir jetzt mal an unsere Stallwand. Wollte ich nur mal erwähnt haben, das hier ist Rätschnur, die ist UV-stabil und hast du nicht gesehen. Also wenn ihr die irgendwo draußen verwendet, dann sieht die in 5 Jahren noch genauso aus. Absolut genial, das Zeug. Lieber ein bisschen länger, abschneiden kann man nur einmal. Über diese Stellschraube kann man auch verstellen, ob sie mehr oder weniger fördern soll. Ich stelle die jetzt mal auf ganz klein. Ja, und dann gucken wir mal, ne? Weiß ich selber noch nicht, wie das so wird. So, Dele, das sieht jetzt ganz schön wild aus, aber das ist alles halb so schlimm. Also, da drin ist jetzt eine Pumpe mit dem Schlauch. Und den Schlauch, den habe ich hier dran festgetüttelt mit dem Kabel, damit sich die Pumpe da unter keinen Umständen rauszieht, weil die muss ja unten drin liegen bleiben fürs Wasser. Dieser Schlauch, den verlegen jetzt hier an unserer Wippe entlang und dann geht der hier oben rein. Das ist natürlich nicht zwingend notwendig, dass der da oben reingeht, aber dann sieht man besser, wie das Wasser läuft. Ne? Ihr sollt ja auch was sehen. Und der Schlauch, der hier von der Pumpe rauskommt, genau das gleiche. Der geht hier in die andere Richtung und hier oben rein. Na, das kriegen wir doch hin. Das sind jetzt jeweils die Behälter mit den Kabeln für die Pumpe und mit den Schläuchen. Jo. Und von hier gehen wir dann mit unserer Schnur dran
oder auf der Seite, je nachdem, wie das bei euch gerade bauartlich besser zu lösen ist. Und dieser Weg, dieser Kippweg, das ist dann der Weg, den die Hühnerklappe zurücklegen muss. Also wenn die 20 cm öffnen muss, dann muss der hier 20 cm machen. Und damit er sich nicht überschlägt, schlagen wir da jetzt noch so ein paar Anschläge dran. Schlagen nicht, aber Schrauben. Und dann, ja, dann testen wir das mal, ne? So, Kinders, jetzt wird's ernst. Da oben ist meine provisorische Steckdose. Und jetzt füllen wir hier mal Wasser rein in einen von den Pötten und stecken die Pumpe ein. Und dann gucken wir mal. So, wo ist mein Wasser? So, also ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber wir stecken das Kabel jetzt mal ein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Pumpe pumpt nicht. Warum pumpt die Pumpe nicht? Da ist wohl noch ein bisschen Luft drin. Die kriege ich da schon noch raus. Tja, die Pumpe pumpt nicht genug. Ich kriege eine Macke. Also, das war jetzt die Erstinbetriebnahme von der Pumpe. Und die hatte wohl ein bisschen Wasser gezogen. Und wenn man jetzt da guckt, da läuft das Kühle nass. Na, mal gucken, wie lange das jetzt dauert, bis da genug drin ist, dass die ganze Geschichte hier umkippt. Lass die Kamera einfach mal laufen. So, mit der Position der Kanister bin ich da noch nicht zufrieden. Da müssen wir die Schnur noch mal ein bisschen umhängen, dass die Dinger gerade hängen. Weil das gefällt mir noch nicht. So, Kinder, ich werde noch mal ein bisschen umswitchen. Also erstmal habe ich mir jetzt eine andere Latte genommen. Und auf dieser Latte werde ich jetzt, ich habe jetzt gerade nichts Passendes da, einen Kipphebel drauf machen, der sich dann mitbewegt und dann kommt die Schnur hier oben dran. Das andere war jetzt nicht so meins, probiere ich mal aus, schauen wir mal. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Was haben wir denn jetzt mit diesem Umbau bewerkstelligt? Also, die Kanister hängen jetzt nicht mehr so weit außer Kehr, dass die Pumpen das besser rüberpumpen können. Und den Weg, den die Klappe braucht, den erreiche ich hier oben rüber. Das sind jetzt 25 cm, habe ich ausgemessen. Sollte reichen, um jede Klappe hoch und runter zu ziehen. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie das mit dem Gewicht läuft. So, also ich bin jetzt total optimistisch. Das war ich zwar vorhin schon, aber schauen wir mal. Und dann stecken wir mal ein. Es bewegt sich. Soweit die Theorie. Jetzt müssen wir die Menge vom Wasser nur noch anpassen, dass da auch ein Kläppchen mit hochgezogen wird. Ne? Testphase ist noch nicht vorbei. So, Lille. Sieht ein bisschen wild aus, aber wir gehen das jetzt mal der Reihe nach durch. Also, ich habe hier zwei Wände gemacht, weil eine war zu schmal. Aber das ist auch Schnurz. Also, hier ist unsere Hühnerklappe. Über eine Umlenkrolle geht es mit dem Seil jetzt dort oben hin. Hätte ich vorher gewusst, dass das alles ein bisschen länger sein muss, hätte ich diese Leiste
länger gemacht. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu gehabt. Insgesamt ist das Ding jetzt 50 cm. So, dieser Querriegel, der hat auch 50 cm. Und dann sind da halt meine beiden Behältnisse mit den Pumpen drin und mit den Schläuchen drin. Ich habe das Wasser ein bisschen blau angefärbt, dass man besser sehen kann, wie das Ganze funktioniert. So, jetzt stecken wir das Ding mal ein und dann gucken wir mal. So, Kinders, und das Ganze hat jetzt gedauert, falls man es nicht lesen kann, 4,5 Minuten. Jo, das funktioniert doch schon mal gar nicht so schlecht, ne? Komischerweise dauert es länger, bis die Klappe aufgeht, als wenn die Klappe zugeht. Und komischerweise sage ich deswegen, weil diese Pumpen irgendwie eine unterschiedliche Leistung bringen, ne? Ich könnte die jetzt umklemmen, die eine Pumpe in den anderen Pott und hier und da und hast du nicht gesehen, aber würde ja letztendlich nichts bringen. Also auf jeden Fall, haut das jetzt so hin und dafür brauchen wir jetzt auch die Zeitschaltuhren, ne? Weil morgens lassen wir die eine Zeitschaltuhr eine Viertelstunde laufen, die pumpt das denn so, dass die Klappe aufgeht und nach einer Viertelstunde kann die sich ja ausschalten, ne? Kann man ja einstellen. Und abends kommt dann die andere Pumpe, die läuft eine Viertelstunde und dann ist die Klappe wieder zu und das testen wir jetzt auch nochmal. Eine Minute 30 Sekunden. So, denn. Also 28 cm Hubhöhe haben wir hier mit dem 50 cm langen Hebel. Und wer jetzt sagt, Mensch, das ist ja eigentlich ganz schön und gut, aber so viel Platz habe ich ja gar nicht in meinem Stall, ne? Leute, das ist gar kein Problem. Dann stellt das Ding doch einfach ein paar Meter weiter weg auf. Ne? Da sind wir ja voll flexibel. Geht über die Entfernung genauso. Ne? Das sind jetzt so 5 Meter. Ihr könnt das auch durch euren Stall nach außen rauslegen oder. So, das geht alles, ne? Da muss man nur ein bisschen flexibel sein. Gut, hier pumpe ich gerade nochmal rüber. Jetzt stelle ich die Kamera hier nochmal hin, dass ihr sehen könnt, dass das auch über Entfernung geht. Na, gucke an. Klappe offen. Läuft. Jo, jetzt machen wir hier Frage- und Antwortstunde. Der ein oder andere wird wahrscheinlich eine Frage haben. Zum Beispiel, was mache ich denn mit der Elektrik? Ja, für die Elektrik würde ich euch raten, holt ihr euch eine Dose mit einem Deckel und dann schraubt ihr die Geschichte einfach so an Schrank. An Schrank nicht, aber an Stall. Und da packt ihr dann euren Dreierstecker und die Zeitschaltdose rein. Ne? Deckel drauf, dann ist das alles wasserdicht. Ist das Problem schon mal gelöst. Und die andere Frage wird wahrscheinlich sein, was mache ich denn wohl im Winter? Ja, Leute, da würde ich das reinfüllen, was in meinen Behältern sowieso schon drin war. Und zwar Frostschutz für die Scheibenwaschanlage. Den gibt es beim Discounter irgendwie so 5 Euro, 5 Liter bis minus 60 Grad. Also da habt ihr garantiert kein Problem mehr mit Einfrieren. Jo, könnte es sonst noch irgendwelche Fragen geben? Falls ja, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Tja, ihr Lieben, das war schon für heute. Ne? Hinter mir läuft es nochmal. Das läuft hier die ganze Zeit. Also, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt,
Daumen hoch, Kanal-Abo. Siehst du, da geht die Klappe schon wieder auf. Und ihr dürft das Video natürlich teilen. Teilt es, alles klar. Haut rein, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Jensmann.